Therese Ackermann und ich werden eine Einführung machen in den ersten Workshop. Und zwar, also genaue Instruktionen erhalten Sie dann auch von Ihren Moderierenden in den Gruppen, aber wir möchten einfach ein bisschen vertieft auf das Thema Sie hinführen eigentlich. Und zwar, Sie haben das im Programm gesehen, es geht um die Blutzuckerselbstmessung einerseits, aber es geht da vor allem eigentlich um Kommunikation. Und zwar geht es darum, dass wir darüber sprechen möchten im Workshop, über was wir mit den Diabetesbetroffenen kommunizieren sollen, können, damit diese eben selber den Blutzucker besser interpretieren können, Konsequenzen ziehen können und dadurch kompetent werden. Zum Inhalt eben des ersten Workshops, ich habe es schon erwähnt, es geht um Kommunikation. Und zwar dadurch, durch Kommunikation mit der Patientin erfahren, was sie denkt, fühlt, tut und was sie unterstützt. Es geht also darum, die Ressourcen zu finden, also so wie ein bisschen auch ein Ressourcenscreening zu machen. Und Ressourcen, das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Die eine oder andere von Ihnen hat sicher schon davon gehört. Eine Ressource zum Beispiel im Zusammenhang mit der Blutzuckermessung ist, wenn jemand neugierig ist auf den Blutzucker, oder wenn jemand überhaupt den Sinn einsieht, warum man Blutzucker messen soll. Dann ein zweiter Punkt, der noch erwähnt ist, Kommunikation auf Augenhöhe, aushandeln. Also es geht im Workshop darum, dass wir das eigentlich üben möchten, also dass wir eben auf Augenhöhe mit dem Gegenüber kommunizieren. Und so als Metapher finde ich hier noch schön, tanzen statt Haut ziehen. Also ist nicht von mir, aber gefällt mir sehr. Dann eben, das Ziel ist, den Patienten zum Experten machen. Ich nehme hier Bezug auf das Beratungsverständnis der Fachhochschule, Studiengang Ernährung und Diätetik. Und da werden die heutigen Ernährungsberaterinnen ausgebildet. Und ich finde, es lässt sich auch auf andere beratende Tätigkeiten übertragen. Es steht hier als erster Punkt, Ernährungsberatung ist ein dialoggestalteter Prozess zwischen Ratsuchenden und Ernährungsfachkräften. Jetzt mag etwas banal tönen, aber vielleicht überlegen Sie sich mal selbst, wenn Sie so im Dialog sind oder im Dialog sein sollten mit dem Gegenüber, wenn Sie sich mal zuhören, kommunizieren Sie jetzt wirklich, also führen Sie einen Dialog mit dem Diabetesbetroffenen oder sind Sie eher am Referieren oder am Ratschläge erteilen? Das ist nämlich etwas anderes. Dann ein weiterer Punkt, der Prozess richtet sich auf die Entwicklung von Handlungskompetenz, das in diesem Beratungsverständnis auch erwähnt ist. Kompetenz habe ich schon gesagt. Ein weiterer Punkt, den ich hervorheben möchte, ist der Prozess. Also es braucht Zeit, etwas zu erreichen. Man muss es als Prozess anschauen und eben nicht sofort etwas erreichen wollen. Dann der dritte Punkt, der hier aufgeführt ist, Identifikation und Nutzung von Ressourcen. Die Ressourcen habe ich schon erwähnt. Und dann eben selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Wir betonen hier auch selbst, also dass die Patienten und Patientinnen selber auch sagen können, was sie sich für Ziele stecken möchten, weil sie eben selber am besten wissen. Sie kennen ihre eigene Welt und sie wissen am besten, was sie vielleicht erreichen können und was nicht. Dann hier nehme ich noch Bezug auf ein Beratungskonzept, das ist die motivierende Gesprächsführung von Miller-Rohnig. Das kommt eigentlich ursprünglich aus der Suchttherapie und in der neuesten Auflage von 2009 sind auch viele Beispiele drin, auch wo es um den Diabetes geht oder auch um andere chronische Erkrankungen und zwar einfach um Therapien und Beratungen, wo es eigentlich darum geht, Veränderung Richtung in eine Richtung von einem gesundheitsfördernden Verhalten zu die Leute dazu bringen. Und ich nehme es hier auf, weil es sind darin Leitprinzipien drin, mit denen wir eben jetzt eigentlich auf diesen Workshop eingehen möchten. Kommunikation auf Augenhöhe habe ich erwähnt. Dann das Verständnis für Veränderung dem Patienten nicht vermitteln, sondern aus ihm hervorlocken. Und dafür braucht es eben Fragen. Dass Sie das nicht irgendwie selber sagen, dass es das Beste wäre, also Sie selber als Beraterin oder als Ärztin, sondern dass Sie das versuchen hervorzulocken, dass die Leute selber auf Ideen kommen. Dann die Selbstbestimmung liegt bei diesem Konzept bei der Patientin. Jetzt ist es ganz klar, dass das nicht immer überall anwendbar ist. Es gibt Situationen, vielleicht auch Krisensituationen,
wo man direktiver werden muss oder wo man es nicht, vielleicht nicht, wo man eben selber etwas als Berater etwas bestimmen muss. Aber davon werden wir jetzt hier nicht sprechen, aber es gibt ja verschiedene Beratungsformen, die angewendet werden können. Jetzt hier auch Dinge, die vielleicht für viele nicht ganz neu sind. Was sind Strategien für die Beratung? Ich finde einfach, man kann sie nicht genug oft erwähnen und vor allem kann man sie nicht genug oft üben. Also die erste Frage, offene Fragen stellen. Also eine offene Frage ist eine Frage, die das Gegenüber dazu anregt, zu überlegen und auch eine längere Antwort zu geben. Also zum Beispiel, mit welchen Argumenten würden Sie eine andere Person mit Diabetes davon überzeugen, den Zucker zu messen? Und geschlossene Fragen sind Fragen, die sehr kurz, sondern mit Ja und Nein zu beantworten sind. Dann aktives Zuhören, also das heißt auch, dass man interessiert ist am Gegenüber, eben aktiv zuhört, kann man auch mal probieren, während des Gesprächs oder der Beratung sich selbst zuzuhören und mal versuchen zu analysieren, wer spricht jetzt eigentlich vor allem. Und zusammenfassend ist auch eine Möglichkeit, wenn Ihnen das Gegenüber, der Diabetes-Betroffene, etwas gesagt hat, vielleicht nochmal in eigenen Worten zusammenfassen und nachfragen, ob das so, ob Sie das richtig verstanden haben. Das kann auch zu einem weiteren Dialog führen. Jetzt wieder übersetzt auf den ersten Workshop. Eben, also die Frage ist, wie kommunizieren wir mit den Patienten, um ihre Überlegungen, Handlungen, Ressourcen zu erfahren, sie zum Denken anzuregen und sie dadurch selbst zu Experten zu machen. Und nun übergebe ich Marie-Therese Achermann. Sie wird noch genaueres zu den Zuckerwerten sagen, wie wir das hier verknüpfen. Von der Selbstkontrolle über die Kommunikation zur Kompetenz. Gut. So. Das Ziel der Selbstkontrolle ist, die Involvierung des Diabetikers und seiner Familie als aktive Partner. Das ist ganz wichtig. Aktiv dabei sein im Management der Erkrankung und das geht nur über eine Kommunikation. Wir haben die gegenseitige Information, der Patient gibt uns seine Informationen und wir geben ihm unsere und das geht auch nur über die Kommunikation und auch die Therapieziele, die kann man nur zusammen festsetzen, indem die Kommunikation eingehalten wird. Also, die Selbstkontrolle ist die Grundlage der Kompetenz für den Alltag, respektive für das Leben mit Diabetes. Und dazu ist die Kommunikation zwischen Diabetes-Team und Patient unerlässlich. Es ist auch so, dass die Zielsetzung nicht immer die gleiche ist. Ein älterer Typ 2er im Extremfall braucht etwas ganz anderes als ein junger Typ 1er. Und jede, auch die einfachste Form der Selbstkontrolle braucht Akzeptanz. Es braucht individuell zugeschnittene Beratung und wieder die ganz aktive Partizipation des Patienten. Wenn er nicht mitmacht, können wir uns auf den Kopf stellen und es nützt gar nichts. Das Sammeln und die Dokumentation der Blutzuckerwerte ist die Voraussetzung für die und die Voraussetzung für Interpretation und Modifikation der Therapie. Dafür braucht es auch wieder die Kommunikation zwischen Diabetes-Team und dem Patienten. Und hier ist auch wichtig, dass jeder sich als Teamplayer versteht, dass man zusammenarbeitet, dass man Kontakt aufnimmt, dass man nachfragt beim Arzt, bei der Ernährung, dass jeder in seinem Gebiet kompetent ist und dass man aber auch sich nicht scheut, die Hilfe des anderen zu holen. Und auch der Patient ist ein Teamplayer. Er ist
angewiesen auf uns und wir sind angewiesen auf ihn. Wir haben Mittel, also die klassischen Mittel zur Kommunikation sind die Kontrollhäftchen, dann der PC-Ausdruck des Bluetooth-Geräts, da kann man nicht mehr schulden, es ist alles offen. Dann haben wir das Telefon, E-Mail, SMS. Und damit wir, wenn wir das haben, brauchen wir dann wieder den Dialog. Mit dem Dialog mit dem Patienten können wir den Patienten zum eigenen Kompetenzzentrum führen. Wir haben hier das Blutzuckerbüchlein. Mit so einem Beispiel werden wir arbeiten. Jetzt ein Workshop. Dann mit dem Computerausdruck eines Blutzuckermessgeräts. Sie sehen die vielen Punkte. Das geht dann wieder darum, was machen wir damit? In Bezug auf Blutzuckerwerte haben wir Beratungsinhalte, die sind mal zuerst das Blutzucker selbst messen und die Dokumentation. Dann haben wir die Reaktion in der Regel auf die Extreme, sprich die Hypos und die Hyperglykämien. Wir versuchen die Ursachen der Hypo- und Hyperglykämien herauszufiltern und wir versuchen dann natürlich und sollten auch eine Prävention einzuführen. Und dann kommen, was ganz wichtig ist, die 1000 Ausnahmesituationen im Alltag. Und ich denke, das sind die Chancen, mit dem Patienten wirklich ins Gespräch zu kommen. Der Patient soll autonomer werden, wobei der Grad der Autonomie auch sehr stark von seinen ganz eigenen Ressourcen abhängt. Wichtig auf dem Weg zur Kompetenz ist, dass wir Fehler zulassen, dass der Patient erfahren darf, wir ihn auch lassen und wir ihm die Chance geben, Problemlösungen selbst zu erarbeiten. Dass wir ihm nicht immer vorgeben, was muss er tun. Es ist zwar einfacher, wenn man das immer schön so nach Büchlein macht, aber ich denke, für die eigene Kompetenz ist es ganz wichtig, dass er auch seine eigenen Programme entwickeln kann. Dann, wenn wir die Kompetenz haben, ist der Follow-up natürlich ganz wichtig. Also wir überprüfen die Kenntnisse in regelmäßigen Zeitabständen und beginnen wieder unter Umständen von vorne. Durch die Selbstkontrolle über die Kommunikation zur Kompetenz, damit ist die Diabetesbürde im Alltag zu senken idealerweise. Und unser großes Ziel wäre dann, die Lebensqualität zu steigern. Danke. Also ich danke euch für diese ausgezeichnete Einführung in etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe immer beobachtet, dass ein großer Teil der Patienten, die wunderbare Blutzuckerbüchlein führt, völlig hilflos ist, wenn man sie fragt, ja, warum war jetzt da oben, warum war er da tief, was machen Sie damit? Und von dem werden wir reden. Jetzt habe ich, die erste Frage ist natürlich, wer ist was am Abend? Das muss ich der Küche mitteilen.